Diese Sendung widmet Ihnen Energie Burgenland. Aus dem Winterschlaf erwacht, gibt es viel zu tun, wie aufräumen oder die Hecken schneiden. Diverse Elektrogeräte erleichtern die Gartenarbeit. Wie zum Beispiel der Hochdruckreiniger. Er befreit Pflaster und Fliesen von Moos, Sand und anderen Ablagerungen. Oder der Schlamm- und Laubsauger. Für viele Gartenteichbesitzer eine große Hilfe bei der ersten Teichreinigung im Frühling. Oder die Motorsäge und die Heckenschere. Damit bringen sie die Bäume und Sträucher wieder in Form. Wenn Sie mit Elektrogeräten im Garten arbeiten, sollten Sie einige Tipps beachten. Bevor Sie mit der Gartenarbeit starten, machen Sie nach der langen Winterpause einen ausführlichen Gerätecheck. Elektrische Rasenmäher sollten Sie beispielsweise abbürsten und die Messer schleifen. Wichtig bei einem Gerätecheck oder einer Reparatur ist, dass Sie das Elektrogerät vom Stromnetz trennen. Umfangreiche Servicearbeiten sollte aus Sicherheitsgründen ein Fachmann durchführen. Säubern Sie Ihre Gartenelektrogeräte nach Gebrauch. Das erhöht die Lebensdauer. Als Verlängerungskabel sollten Sie ein farblich gut sichtbares Kabel verwenden. Und der letzte Tipp: Gartengeräte und besonders elektrisch betriebene Geräte sollen nie von Kindern in Betrieb genommen werden. Diese Sendung widmete Ihnen Energie Burgenland.